Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt heute von Along with the Gods. Das Spiel sah interessant aus. Ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an Summoner's War. Lass uns überraschen. Das Spiel spiele ich wie üblich über BlueStacks, einem Android-Emulator für den Computer. Der Link zum Spiel und zu BlueStacks befindet sich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir sollen einen Nickname eingeben. Nehmen wir Doggy. Ah, hat noch keiner genommen. Ich bin so gut. Hier können wir auch unsere Helden wieder auf Level 6 aufstufen. Bis zu 6 Sternenstufen. Der Lichtregen des Himmels. 200 Jahre später ist alles kaputt. Ah, wir sollen ein Team zusammenstellen und das Artefakt von Lux wiederfinden. Leo, Claire, Ian sind in meinem Team. Clear. Ellen. Okay. Wir müssen ein Tutorial fortfahren. Skippen. Wir werden skippen. Ich habe keinen Bock auf ein Tutorial gerade. So, absolviere den Szenario-Modus, um die Belohnung zu erhalten. Das Abenteuer beginnt. Let's go. Ich meine, wir haben 3 Einheiten. Wir gehen damit einfach mal los und schauen, ob wir stark genug sind. Du kannst dann bestimmt 4 Sterne plus Helden mit Heldentoken beschwören. Danke für die Info. Let's go! Lass uns mal schauen, ob wir gegen diese Gegner gewinnen können. Wir haben Ian ganz vorne, Leo in der Mitte und hinten ist Claire. Und wir starten nämlich 4 Schlüsselnutzer. Generischer Kampf von 670, unseres 1083. Sollten wir also easy schaffen. Und alle 3 Sterne, alle 3 Minuten kriegen wir einen Schlüssel wieder, die wir brauchen, um die Mission starten zu können. Ach komm schon, ich sagte, warte. Kämpfen wir. Let's go. Haben wir Autokampf? Aber wir haben auch wieder natürlich Elementvorteile und Nachteile. Wobei ich glaube ich nicht wirklich was machen kann aktuell, war. Mit dem Energie- und Skills-Total fortfahren, skippen wir. Oh, wir haben jetzt die Möglichkeit, Freunde zu beschwören. Blub. Was kriegen wir, wenn das voll ist? Dann kriegen wir den nächsten Skill wahrscheinlich. Wobei, gerade haben wir noch keinen Skill. Was ist das hier, wenn ich hier drauf drücke? Ah ja, okay. Doch, wir kriegen ja Skills. Wir können jetzt noch einen Skill nutzen. Weiß nicht genau, zeigt ihr mir an, was es macht. Schleimliefling. Und jetzt zeigt ihr mir nicht an. Okay, wir nutzen es einfach mal. Freunde beschwören. Können wir auch einfach machen. Einfach so, just for fun. Oh, ein kleines Stück lauter machen. Ich habe die Belohnung gerade nicht gesehen. Muss er lauter machen. Angriffsrune 1. Wie gesagt, empfohlene Rune anlegen. Let's go. Attack plus 3,1%, Crit-Schaden plus 2,8%. 2er Set Attack plus 20%, 4er Set erhöht mit einer festen Chance die Angriffskraft für 10 Sekunden, wenn du deinen Standardkampf benutzt. Nice. Legen wir Leo also diese Rune an. Wir kriegen Erfahrung. Skippen wir auch mal die Aufstellung. Brauchen wir gerade nicht wissen, wie wir unser Team ändern. Wir haben einen Trollschützen bekommen. Teamaufstellung. Wir haben sogar Helen bekommen. Nice. Packen wir alle 5 hier rein. Haben wir einen Angriffsdruck von 2546. Aufstellungsbonus 15% weniger Schaden erhalten. Schaden plus 5%. Okay. Und das ist Szenario 2. Ja. 1-2 Dorftor. Let's go. Wir haben 3 Fernkämpfer und 2 Nahkämpfer. Wir machen jetzt noch mehr Schaden. Wir haben insgesamt 5 Minuten noch Zeit pro Level. Und für jeden Angriff, den wir machen, kriegen wir diese blaue Energie. Heldenattribut fortfahren. Achso, das sind die. Alles klar, vergiss es. Die Elemente. Na? Hier sehen wir blau, der ist rot, der ist grün und so weiter. Die Elemente kann man sich angucken. Sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen.
So. Achso, das war Heilung gewesen. Oh, der General-Skill genutzt. Ein rostender Pfeil. Und jetzt kommt noch der Bossgegner. Raufbold-Trollkämpfer. Wenn hier gleich unseren Feuerangriff nutzen. Meteorbeschwörung und so weiter. Ich brauche erstmal hier die, den blauen Mana-Pool wieder vollständig. Jetzt kann ich keinen Skill nutzen. Angriffsrunde 2. Kriegt natürlich auch Leo. Magische Kraft plus 3,5%, Crit-Rate plus 0,6%. Wir kriegen 20% Schaden dazu, weil wir natürlich eine ein Set dabei haben. Wir haben selbst ein Level bekommen. Unser Charakter-Level wurde erhöht von 1 auf 2. Maximalschlüssel 62 können wir haben. Heldenstärke skippen wir mal. Und hier haben alle unsere Einheiten auch ein Level abbekommen. Firelink haben wir dazu bekommen. Das ist wahrscheinlich ein Item, was wir opfern können. Oder ein Gegenstand, was wir opfern können. Wir machen mit der nächsten Mission weiter. Ja, 1000 machen haben die Gegner jetzt schon an Schaden. Kommen also langsam und langsam näher und näher und näher. Piu, piu, piu. Griffangriff. Was? Griffangriff? Wirbelkick. Und er macht einen Skill. Er hat gestoßen. Ein Skill können wir schon nutzen. Maximal 5 Aufladungen können wir halten. Bam! Ist für spätere Bosskämpfe wahrscheinlich wichtig. Schneller Trollschütze. Bam, ich finde den Angriff gut, weil er einfach so offensiv ist. Was haben wir hier, Trollschütze? Der Zoom ist manchmal mal echt komisch von dem Spiel. Lebensrunde 1. Als erst Absolvierungsbelohnung erhalten. Nice. Eine normale Halskette. Nehme ich mit. Das würde ich ganz gern zu meinen Helden gehen. Weil ich dort jetzt nämlich die Runen und so weiter anpassen kann. Eine Halskette umsetzen kann. Umlegen kann. Da hat hier die Runen drin. Leben. Lass mal. Wird er lieber dem Nahkämpfer. Wer ist denn Ian? Ist, glaube ich, noch ein Nahkämpfer. Dem kann ich sowas geben. AP. Markenschiff, das finde ich gut. Anlegen. Das war eine Lebensrunde 1 und hier gibt es ja eine Lebensrunde 2. Legen wir auch an. Das heißt, wir müssen jetzt also diesen Set-Bonus haben. Und zwar plus 20% HP. Das ist viel. Lebensrunde 1 haben wir ja nochmal. Was wir aber auch noch machen könnten, was ich jetzt eigentlich eher gedacht hätte, dass ich meinen Helden etwas anlegen kann an Equipment. Aufwerten? Nee. Was kann ich mit der Halskette machen? Was haben wir hier? Erweckt das Skills, okay. Leader, Passive, Passive. Skills für später irgendwann mal. Geh mal weg mit der Werbung hier. Im Zufallsshop haben wir noch etwas mit einem N. Lassen wir aber vielleicht dann nochmal. Oh, Alter. Ob nicht nervig. Gut, gehen wir hier hin. Belohnung anschauen. Ach, guck mal. Ah, okay. Das blendet ein, was ich bekomme. Sehr gut. Sehr gut. Wir können noch später auf höheren Stufen spielen. Aber erstmal gehen wir zum Dorfrand. Let's go. 1071 gegen 2796 Kampfkraft. Natürlich kein Problem. Jetzt haben wir noch 20% mehr Leben. Das heißt, die kriegen ja noch weniger down als ohnehin schon. Und auch fehlt hier aber die Funktion des Autokampfes mit. Ich sag nichts. Genau, mit der Geschwindigkeit. Mal 2 gibt's nur, okay. Mal 2 aktuell nur. Aber sagt jetzt auch nicht, dass ich mal 3 nicht aktivieren könnte. Das heißt, mal 3 scheint es wohl nicht zu geben.
Starker Wolf. Ja. Ich wollte gerade sagen, den Autokampf haben wir noch gar nicht. Und da kam er direkt. Mega gut. So, was kriegen wir aus der Kiste raus? Angriffsrunde 4. Oh, das ist aber stark. Empfohlenen Runen anlegen. Let's go. Kriegt ein bisschen Leben. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, die kriegen alle ein bisschen Level up. Auf zum der Wald da des Dorfes. Einfach so ein bisschen durchrushen, bis wir nicht weiterkommen. Und dann kann man erstmal sein Equipment vielleicht ein bisschen anpassen. Heilung. Er nutzt natürlich alle Skills sofort. Er ist sehr, sehr, sehr forsch. Schneller Trollschütze. Die CPU. Die ballert einfach gleich alles raus. Ja, hätte ich auch genutzt. Sehr gut. Bam. Haben wir in wenigen Sekunden, ohne was machen zu müssen, eine Mission abgeschlossen. Ein paar Kristalle bekommen. Noch ein Trollschütze. Ja, 5 Diamanten. Sehr cool. Let's go, auf zum nächsten. Ja, 1118. Es wird immer mehr, immer mehr. Irgendwann muss man sein Team mal wieder aufrüsten. Aber so lange kann man erstmal noch durchspielen. Fressen! Ein starker Wolf wieder mal. Das sind sehr tolle Bossnamen. Mhm. Tatsächlich mehr als mal zwei brauchen wir tatsächlich auch gar nicht. Geschwindigkeit ist super, super schnell. Ja, was gibt's hierfür? Eine Lebensrune 1, okay. Wir legen sie meinetwegen an, das ist okay. Bling, bling, bling. Wir haben ganze 6 Erfahrungen bekommen. Nice. Und wir gehen mal zurück ins Dorf. Und schauen, was wir da noch so machen können. Boah, Alter. Diese Werbung geht mir so auf die Eier. Gilde können wir wahrscheinlich noch nicht. Doch, können wir schon. Level 10 sein, meine Gilde zu gründen zu können. Wir können natürlich einer beitreten, ja. Fertigungs... Alter, echt nach jedem einzelnen Fenster kommt dieser hässliche Scheiß hier. Tempel der Helden. Kann ich aktuell nichts machen. Da kommt wieder die Werbung. Ja, natürlich kommt sie. Wäre langweilig, wenn nicht. Wenn ich schon 100 weggeklickt hätte, brauche ich sie halt nochmal, unbedingt. Und dann gibt es Rewards, wenn das erste Mal kauft. Kriegt man die ganzen Geschenke, braucht man tatsächlich überhaupt nicht einen Kalender. Tägliche Login-Belohnung, das hat man schon mitgenommen. Szenario, waren wir Hall of Fame, Heiligtum kann ich noch nicht, erkunden kann ich noch nicht. Enter der Turm Arena geht auch noch nicht, okay, also viel ist noch gar nicht. Ja, der ist neu. Können wir ihn theoretisch etwas opfern? Ah, kriegt 84 plus 84 Erfahrung. Und wird dadurch Level 8. Und erweckt der Level 5%, 0 von 5. Level 9 wird jetzt sogar schon. Um 10%, was auch immer 10% bedeutet. Ja, also kann man sie aufrüsten und so immer stärker machen. Aber man kann sie natürlich auch aufrüsten. Alter. Geht euch das eigentlich auch so auf den Sack? Meine Fresse. So, wir haben noch 4. Dann haben wir natürlich hier weitere. Hier ist dann das nächste. Das hier, also 30, 40 ja, Ewigkeiten bis. Wohin geht es? 20, das glorreiche Schlachtfeld. Also man hat auf jeden Fall genügend zu kämpfen, genügend zu farmen, was später, genau wie, wie gesagt, Summoner's War halt auch, wird es halt darauf hinauslaufen, dass du ein bestimmtes Level immer und immer und immer wieder upgraden musst, um dieses bestimmte Item oder diese bestimmte Charaktereinheit zu bekommen oder die Splitter, um die Helden beschwören zu können. Ja, solche Spiele, dieses immer wiederkehrende Farmen, finde ich total nervig.
sowas kann ich leider nicht auf Dauer spielen. Der Anfang ist immer ganz cool, weil da wirklich noch richtig viel passiert und du richtig gut Fortschritt machst. Ein Aqualink. Aber halt so, je weiter du kommst, desto langsamer wird der Fortschritt. Was mir halt nicht so sehr gefällt. Wir haben 5 Juwelen bekommen, was können wir hier? Nochmal 3 Schlüssel. Gut, die bräuchte ich nicht unbedingt, oder? Level up wieder auf maximal 63 Schlüssel. Aufnahmetutorial. Brauchen wir gerade nicht. Die Grundbasics haben wir jetzt im Spiel schon bekommen. Ist überhaupt nicht nervig. Okay, sonst haben wir uns mal alles angeschaut. Belohnung. Gratis-Belohnung. Das Freundespunkte Roulette. Es gibt 20 Schlüssel. Nehme ich mit. Für 500 Freundschaftspunkte kann man hier nochmal drehen. Braucht man also ein paar Freunde. Ja, okay. So viel Gold kriegen wir tatsächlich auch gar nicht hinterhergeschmissen. Sehr interessant. Sonst kriegt man irgendwie mal 10.000 Gold und so weiter. Aber hier ist es wirklich sehr knapp begrenzt. Aber wir haben sehr viele Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt easy weitermachen. Ganz, ganz viele Missionen farmen. Tja. Anfrage. Ich bin noch ein Kämpfe, Notiz, Stromchance. Spiel? Ah ja, okay. Wir zurücksetzen. Gibt es auch unterschiedliche Sprachen, okay. Ja. Guck mal, liebe Freunde, ich würde sagen, das war es gewesen mit dem Angespiel zu Along with the Gods. Interessant, aber wie gesagt, ähnlich wie Summoner's War, Skyrim und etliche andere Spiele natürlich auch. Auf Dauer oder irgendwann im Late Game wird es halt sehr, sehr eintönig, weil du immer wieder dieselbe Stage farmen musst, um die Rune zu bekommen und so weiter. Naja, aber wem es gefällt, warum nicht, ne? Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu BlueStacks, dem Android-Emulator und entsprechend diesem Spiel. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal da wieder. Bis dahin, ciao!